Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, es wäre noch mal Zeit für ein kleines Update, beziehungsweise ja doch schon ein Update. Für das, passt auf Leute, Dschungelaquarium. Ja, also ganz am Anfang hieß es ja das blau-weiße Aquarium wegen dem Besatz. So, das hat sich ja verändert, ne? Wisst ihr ja. Dann, naja, gab es keinen richtigen Namen. Es lief unter Blueberry Aquarium, aber... Ja, heute ist der Tag gekommen, wo es dann jetzt auch mal seinen richtigen Namen bekommt. Denn Thema Blueberry vor allem ist es so, dass, naja, kann man sagen, das Projekt ist gescheitert schon irgendwie. Also es ist immer wieder so, dass vereinzelte Schnecken ja, gestorben sind, so über den Lauf der Zeit. Und naja, so richtig rausfinden, woran es liegt, konnte ich bis dato auch nicht. Hab mir sowas aber schon gedacht. Also, es ist immer auffällig, wenn es auf dem Markt diese Schnecken nicht weiterhin gibt, ja. Also, es ist ja immer mal wieder so, dann kommen neue Schnecken auf den Markt. Wenn man dann so nach ein paar Monaten keine Nachzuchten, zum Beispiel bei Kleinanzeigen oder wo auch immer, sieht oder findet oder über Facebook, ich weiß ja nicht, was mittlerweile noch möglich ist, da wurde ja einiges gesperrt, was so den Tierhandel angeht, dann ist das schon auffällig, ja. Also dann kann man eigentlich auch schon stark davon ausgehen, dass diese Schnecke irgendwas Spezielles braucht, was man ihr einfach im Aquarium nicht geben kann, was unter normalen Umständen, ja, nicht machbar ist, ja. Sei es irgendwie spezieller Aufwuchs, spezielle Algen. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr wenig, ja, über diese Art Schnecke bekannt. Naja, habe mir sowas schon gedacht, war aber auch, beziehungsweise wollte es einfach versuchen. Ist der Punkt gekommen, wo ich sagen kann, okay, das funktioniert nicht. Es sind zwar immer noch ein paar da und Nachwuchs war ja auch hier drin. Da habe ich mir gedacht, okay, das Becken war ja damals eigentlich konzipiert bzw. aufgestellt worden oder verändert worden für die Blueberries. Und da die ja jetzt dann quasi nicht mehr Mittelpunkt des Aquariums sind, aus den eben genannten Gründen, muss man sich jetzt... Beziehungsweise muss ich mir darüber Gedanken machen, okay, wo liegt der Schwerpunkt jetzt? Weil, naja, ihr wisst, hier sind halt auch Fische drin. Das ist ein ganz großer Moment, ne? Dass die filigranen Regenbogenfische hier vorne sind, wenn ich hier sitze. Also normalerweise machen die das nicht. Vielleicht haben die sich an mich gewöhnt oder so. Ganz großer Moment. Es sind auch nur Weibchen jetzt hier, ne? Ah, ne, ist doch ein Männchen dabei. Demnach liegt der Schwerpunkt jetzt auf den Fischen. Wow, was eine große Veränderung. Naja, die waren ja vorher schon drin, aber ja, so ist es halt. Und auf den Fächergarnelen, ne? Ihr wisst, hier sind nach wie vor vier Fächergarnelen drin. Demnach liegt der Schwerpunkt tatsächlich schon irgendwo auf diese verhaltenen, schüchternen Lebewesen, die hier drin sind, ja, also die filigranen Regenbogenfische sowie auch die Fächergarnelen sind vom Wesen her schon sehr ähnlich so, ne, also gut, die einen fächern, die anderen schwimmen, ja, aber so dieses versteckt Leben und nur rauskommen, wenn auch niemand in der Nähe ist und dann vom Futter her, das ist ja auch das Praktische, beide bevorzugen sehr, sehr feines Futter. Das heißt, ich kann das hier super gut kombinieren, wenn ich wechsle dann immer zwischen Fächerfeed, das futtern die filigranen Regenbogenfische natürlich auch, gemahlene Artemias oder Artemia-Eier, so alles, was sehr fein ist, kommt hier rein.
Und ja, da können sich beide mit arrangieren. Das passt sehr gut. Und naja, gut, hier sind tatsächlich auch immer noch ja, so ein paar Blue Jellies. So drei oder so. Und die haben sich, glaube ich, inzwischen auch wieder vermehrt. Naja, aber jetzt ist ja dann auch im Grunde genommen wurscht, wenn hier Garnelen drin sind. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn ihr Blätter oder was ist Blätter, Pflanzen umtauscht, also zwischen den Aquarien umtauscht, dass dann da immer wieder irgendwie Babygarnelen in dieses Aquarium kommen, wo sie gar nicht rein sollen? Ja, und dann habe ich da meine gelben Garnelen und denke mir auf einmal so, hä, warum ist da jetzt eine blaue? Warum ist da eine blaue? Wo kommt die her? Das ist, ne? Ich schätze mal durchs Moos oder so. Ja, und hier, wie man sieht, gibt es auch nach wie vor ein Algenproblem. Fadenalgen. Ja. Falls jetzt wieder jemand fragt, nein, ich dünge hier nicht. Ich dünge hier nicht, ja, ich weiß auch nicht. Das mache ich nur in speziellen Aquarien, wie zum Beispiel das Pink Aquarium oder das Urwald Aquarium oder das Schreibtisch Aquarium. Sollte ich aber vielleicht hier dann doch auch mal mit anfangen, ne? Wie sie sich jetzt trauen. Das ist ja schön. Hallo? Oh, du bist aber dünn. Ich glaube, die müssen wir nochmal füttern, ne? Also hier waren ja 10 filigrane Regenbogenfische drin. Dann sind nochmal 5 nachgekommen. Und dann, kurze Zeit später, ist einer verstorben. Ja, vielleicht einer von den neuen, weil die alten, die waren eigentlich alle sehr fit und gut genährt und so. Es ist jetzt auch wieder, sind wieder ein paar Tage vergangen, seitdem das passiert ist. Insofern, ja, denke ich, dass, oder hoffe ich, dass es so was Einmaliges war. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt für Dschungel entschieden. Ich kann man machen, oder? Seht ihr das von da? Hier hinten mit den Anubien, da so, dass da so runterhängt und so. Das ist ja auch ziemlich kunterbunt und sehr, sehr verwinkelt und zugewachsen und so. Deshalb, ja, habe ich gedacht, würde Dschungel vielleicht ganz gut passen. So. Deshalb ist das jetzt das Dschungel-Aquarium. Bei den Fächergarnelen ist es ja so, dass ich quasi, also ich habe ja einmal hier diesen Rucksackfilter, auch einen für das Aquarium eigentlich zu großen, aber ich habe gedacht, das kann ja nicht schaden. Und dann habe ich da hinten nochmal einen Aquae-Filter, allerdings ohne Filterung, also ohne Filterschwamm und so, einfach nur. Ja, für die Strömung quasi, die ja dann von hinten nach hier vorne, ne, strömt. Und hier halten sich dann immer die Fächergarnelen auf. Hier ist jetzt auch eine. Seht ihr das überhaupt? Ja. Genau, das mögen die ganz gerne. Letztens auch lustig da, das sind ja so drei Mini-Vasen, kann man ja sagen. Und da waren dann auch drei Fächergarnelen drin. So ja, an ihrem Plätzchen. Oder oft sind sie halt auch davor, ne? Die sieht man dann halt von hier vorne nicht. Die hängen dann genau hinter der Wurzel und so. Ja, aber sind ganz zufrieden. Und in den Tonröhren dahinter, wo ich dachte, das wäre vielleicht auch noch was, da ist nie eine. Also das werde ich dann wahrscheinlich auch wieder rausholen, denn macht halt keinen Sinn, ne? Es bleibt vielleicht noch so die Frage, wie geht es mit dem Aquarium weiter? Oder gibt es Veränderungen? Da kann ich euch sagen, es geht weiter wie bisher. Nur, dass wir jetzt einen anderen Namen haben. Denn an sich läuft das Aquarium sehr, sehr gut. Ja, außer halt hier so diese ganze Müllansammlung und so. Aber das ist dann natürlich auch aufgrund dessen, weil die Filter, das habe ich extra so gemacht, dass die Fische es ruhiger hier haben. Ja? Dass die Fische es gerne ruhiger haben. Ja? Also nicht so viel Strömung und so. Und das bestätigt sich auch. Denn sie halten sich immer hier vorne auf, es sei denn, ja, meine Hand kommt, dann nicht. Aber in diesem Bereich hier, wo ja Strömung da ist und auch recht viel, ist keiner der Fische. Und eigentlich finde ich das auch recht gut gelöst, ja? Diese zwei Lebewesen hier in einem Aquarium unterzubringen. Denn auf der Seite ist, wie gesagt, die Luzi los und hier ist halt eher so Wellnessprogramm. Also keine Strömung und so, alles ganz easy. Ja, und so lässt sich das ganz gut alles unter einen Hut bringen. Ja, Thema Garnelen ist es hier ja so, habe ich euch ja erzählt, die Blue Jellies, die haben sich hier wieder etabliert.
Ja, es reichen, wenn zwei überbleiben und naja. Ja, dem werde ich halt jetzt auch nicht entgegenwirken oder so. Ist jetzt, wo die Schnecken hier eh nicht mehr so wirklich vorhanden sind, also die empfindlichen, ja, also das habe ich ja damals gemacht, weil die halt sehr empfindlich sind und aber generell funktioniert die Kombination Schnecke mit Garnele ja sehr gut. Es sei denn, es ist halt eine sehr sensible Schnecke, dann ist es ein bisschen schwierig. So, demnach, ja, wenn die Garnelen sich hier wieder vermehren und mehr werden, die haben ja hier auch quasi keine Fressfeinde drin, ja, dann ist das so, ne? Also haben wir jetzt hier unser, ja, Dschungelaquarium mit Fächergarnelen, filigranen Regenbogenfischen, Schnecken und Garnelen. Ja, und damit ist das Aquarium auch voll besetzt, so. Also da passt jetzt auch nichts mehr rein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start. Was dann nächste Woche kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ja, aber ich habe mir gedacht, das wäre jetzt irgendwie schon mal nötig, euch bei diesem Aquarium hier ein Update zu geben. Denn ja, wie gesagt, ne, sich halt die Umstände geändert haben. Und ja, und da stehe ich auch zu. Also da muss man ja nichts, weiß ich nicht. Das ist, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist Risiko, diese Tiere zu kaufen und zu halten. Das hat sich mal wieder bestätigt, das, was ich mir schon vorher irgendwie so gedacht hatte. Aber ein Versuch war es wert, wäre ja schön, hätte man die irgendwie etablieren können hier in den Aquarien und so. Oder in der Aquaristikwelt. Naja, aber wer weiß, vielleicht schafft es ja jemand anderes, ne? Ich weiß, bei der Bellaschnecke zum Beispiel gibt es auch genau einen Menschen, der es geschafft hat, sie nachzuziehen. Ja, aber dann hat es auch nie wieder jemand geschafft, ne? Naja, so Leute, ich bin jetzt wieder raus. Ich wünsche euch ein paar wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Demnach würde ich jetzt sagen, bis dann. Tschüss.